Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um eine Lidschattenpalette von LOV und zwar um die Glitter Unexpected Palette. Viel Spaß beim Anschauen! So, wie gesagt, es geht heute um die LOV Glitter Unexpected Lidschattenpalette. Ich habe mir die in der Drogerie gekauft, also ihr könnt die zum Beispiel beim DM oder beim Müller kaufen. Die Palette selbst sieht so aus, ihr seht es jetzt so ein bisschen, da ist so ein Glitter drauf, also so ein Glitzereffekt. Von hinten sieht die so aus, ist jetzt keine große Lidschattenpalette oder sowas. Wenn ihr die aufmacht, ist natürlich wie immer so ein Spiegel drin. Und so sehen jetzt die Lidschatten aus. Ich halte das jetzt mal ganz nah, ich glaube so irgendwie. In die Kamera, ja. Sind eigentlich alles Glitzer-Lidschatten. Ich glaube, ja, Sparkle müsste auch glitzern. Gut, dann werden wir mal anfangen zu swatchen. Fühlt sich, also der Goldton fühlt sich jetzt eher cremig an. Uah, der Weiße fühlt sich bröselig an. Bröselig. Bröselig, ja. Oh, der Weiße wird... Der Weiße wird... furchtbar zum Auftragen am Auge sein, wird man wahrscheinlich überall haben. So, ich muss mal schnell noch einen Finger sauber machen, weil wir haben hier wieder mal einen Lidschatten mehr als Finger. Oh mein Gott, so sehen sie aus. Das sind jetzt wie gesagt alles Glitzer. Der ist auch mit Glitzer, sieht man aber fast gar nicht. Was ich anmerken möchte, ist, der Glitzer ist sehr grob. Es gibt ja Glitzer, die sehr fein sind. Aber diese, das sieht eher aus wie so Glitzersteine regelrecht. Ansonsten. Farblich sind sie sehr schön, also den finde ich farblich sehr schön, der ist so blau mit gelb. Ich glaube blau mit gelb, hellblau mit gelb. Was ich allerdings total schwierig finde, ist, die sind irrsinnig bröselig. Also ich habe die jetzt im Auge noch nicht probiert. Ich trage übrigens heute, falls euch interessiert, so ein bisschen bunt. Jawohl, da sieht man schon einen Fehler. Das ist, weil mein Auge immer nass wird und dann drückt sich. Das Augenlid nach oben, ach, wie ein Stempel. Sieht man auf der anderen Seite, dass es nicht passiert ist. Muss immer lachen, wenn sowas passiert. Ist leider so. Ich kann auch nicht anders. Ich trage heute übrigens von Violet Wars die Hashtag-Palette. Nur falls es wen interessiert. Bei dieser nehme ich an, aber ich muss die erst verwenden, dass man einfach eine Puderbarriere braucht, weil wahrscheinlich der Glitzer immer nach unten fallen wird und auch der Lidschatten, weil er irrsinnig bröselig ist. Also schon beim Auftragen mit dem Finger finde ich den nicht gut. Also gefällt mir jetzt nicht unbedingt, die Farben gefallen mir, aber das Auftragen ist jetzt überhaupt nicht meins. Ich würde den wahrscheinlich feucht auftragen, damit er einfach besser haften bleibt, aber ja, muss man ausprobieren. Wenn ich es ausprobiert habe, dann schreibe ich es euch in die Infobox rein und ja, in dem Sinne, ihr habt die Palette gesehen, die Verpackung ist wie gesagt, die ist recht süß, gefällt mir recht gut, sieht recht edel aus, also das Geschenk oder so ist die total cool. Bis auf den Auftrag stelle ich mir vor, dass das vielleicht so die ein oder andere Problematik erzeugt. Gut, wie gesagt, in der Drogerie ist die erhältlich und jetzt möchte ich euch noch bitten, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich, drückt den Notifizierungsbutton, also den Button mit der Glocke, dann werdet ihr einfach notifiziert, wenn ich neue Videos hochlade, denn wie ihr wisst, mache ich das nicht an regelmäßigen Tagen, dass es jetzt jeden Montag oder so ein neues Video kommt. Das heißt, für euch ist es auch einfacher, weil ihr einfach notifiziert werdet, wenn was Neues herkommt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!